Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Der Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Alexander Usyk rückt immer näher und Eddie Hearn ist zuversichtlich, dass der Kampf diesmal im Juni stattfinden wird. Alexander Usyk hat gestern mit einer Videomessage an seine ganzen Fans und an alle Box-Begeisterten wirklich diese Nachricht gesendet, dass er sich dazu entschlossen hat, dass er sich dazu entschieden hat, den Kampf gegen Joshua zu bestreiten, und zwar im Juni, und das Land, die Ukraine, zu verlassen. Usyk ist vertraglich zu diesem Kampf mit AJ verpflichtet, den er im September besiegte und von seinem WBA, IBF und WBO Weltmeistertiteln im Schwergewicht entthronte. Als Russland jedoch in die Ukraine kam, flog der Champion zurück in sein Heimatland und schloss sich in Kiew in den örtlichen Territorialverteidigungskräften ein. Mit diesen zusammen hat er dann sein Ding gemacht und ja, war mit seiner Familie natürlich auch. In den vergangenen Monaten war dann also unklar, ob Usyk den Rückkampf gegen Joshua bestreiten kann und auch in der momentanen Situation bestreiten möchte. Und jetzt in der Ukraine ist es ja so, dass momentan Kriegsrecht herrscht, was bedeutet, dass kein erwachsener Mann zwischen 18 und 60 Jahren das Land verlassen darf. Da gibt es aber noch ein paar Sonderregelungen, von denen Usyk jetzt auch Gebrauch gemacht hat, und ich denke auch unabhängig davon, dass die großen Leute und die reichen Leute in der Ukraine, viele Leute aus der Regierung bestimmt auch, Usyk gesagt haben, ja hey, mach das mal für den Zweck, dass Ukraine auf die Karte kommt, dass du da auch nochmal ein Statement bringen kannst in deinem Kampf, wenn die ganze Welt dir wirklich zuschaut und dann auch zuhört, was du zu sagen hast bei diesem Statement nach dem Fight. Und ja, ich denke, Usyk kriegt da natürlich auch ordentlich Geld und Absicherung für diesen Move, den er jetzt bestreitet, sein Kampf gegen Anthony Joshua. AJs Team begann sogar mit der Planung eines möglichen Zwischenkampfes, bei dem er zunächst gegen einen anderen Gegner antreten würde, bevor er dann im September oder Oktober erneut auf Usyk trifft. Nun hat sich jedoch herausgestellt, dass es die Ausnahme gibt, die Vätern erlaubt, welche mehr als 3 Kinder haben oder unter 18 sind, die Ukraine zu verlassen. Wie Mike Koppinger nun berichtet hat, hat Usyk das Land verlassen, ist über die Grenze nach Polen gereist und wird bald mit dem Training für einen erneuten Kampf gegen Joshua beginnen. Am Mittwoch hat er dann sein Bild gepostet, also Anthony Joshua, wo er dann ein Polska-Trikot trug, was wohl eine Anspielung auf diesen Umstand bei Usyk sein soll, und betitelte das Bild mit Let's Roll. Also Anthony Joshua ist auch wild, ist damit einverstanden, dass Usyk jetzt kommt und dieser Kampf stattfinden kann. Ich persönlich denke, dass Anthony Joshua natürlich einen Vorteil hat, weil er viel, viel mehr trainieren konnte und sich auf den Kampf fokussieren konnte. Aber Usyk kämpft jetzt für eine ganz, ganz andere Sache. Er hat jetzt wirklich eine Motivation von innen, die Anthony Joshua niemals haben kann. Er kämpft für sein ganzes Land, Freunde. Das ist wirklich eine heftige Sache. Und ja, AJ ist überglücklich. Er hat eine Menge Geld abgelehnt, um nicht zurückzutreten von diesem Kampf. Ohne das Geld hätte er den Kampf vielleicht nicht bekommen. Er will einfach nur den Kampf und will wirklich nur kämpfen, sagte sein Manager auch. Und ja, ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Der einzige Kampf, der ihn wirklich erfüllt, ist der Kampf Usyk, und ihn erneut zu schlagen. So, also im Juni soll der Kampf stattfinden, es ist in Arbeit. Ich bin gespannt, schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.